Hallo, wir sind Bibi und Rüdi und wir haben einen Traum. Wir wollen in den nächsten 2 Jahren mit dem Wohnmobil aussteigen und durch Europa reisen. Dazu soll uns meine Rente als Sicherheit dienen. Immer dabei unsere kleine Zimba. Folgt uns und schaut, wie wir unsere Höhen und Tiefen meistern. Und jeden Sonntag mit einem neuen Video. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, erste Nacht verbracht. Spitzenmäßig geschlafen. Das fand ich auch. Weißt du, warum ich heute so früh wach bin? 7.30 Uhr. Weil einfach das Wetter zu schön ist da draußen. Ich glaube, wir haben uns ein gutes Plätzchen ausgesucht. Ja, Süße, gefällt dir das? Hm? Da ist unser gutes Stück. Sauber. Dumme Frage. Was machst du da? Ich wollte eigentlich sauber vorbei. Deine Englisch. Hast du einen Augen? Nein. Zimba? Aufpassen, Süße, sonst musst du geduscht werden, Schatzi. Kein Scherz. Jetzt mal ehrlich, Freunde, was gibt es Schöneres als ein Frühstück am Strand? Nach diesem entspannenden Morgen machten wir uns dann auf den Weg nach Rewe. Auf geht's. Nach Rewe zur Entsorgung. Da wissen wir ja, wo es ist. Ganz toller Stellplatz. Also für das erste Mal finde ich, jetzt wird es aber auch schwierig, das noch zu toppen. Ja, das stimmt. Gut. Also wir machen heute den zweiten Versuch. Wir fahren jetzt noch mal nach Rewe. Da fahren wir aber jetzt ganz bewusst hin, weil wir dort entsorgen und versorgen wollen. Bibi fährt, ihr seht das, Engel an Bord. Und dann parken wir, wenn da noch Platz ist, und dann werden wir einmal kurz in die Stadt gehen. Und uns die einmal zu Gemüte führen. Ja, wahrscheinlich nur du. Ja? Wahrscheinlich nur du. Ah, ja, genau. Bibi ist schlecht zu Fuß. Also ich gehe mal. Vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Aber sie mag sowieso immer gerne mit so einem kleinen Päuschen. Gut, dass wir gestern auf Römm waren. Heute hätten wir hier rumgestanden. Und dann, circa eine halbe Stunde weiter, waren wir dann auch in Rewe angekommen. War nicht gerade vorbei. Ist immer noch rappelvoll. Da stehen sie jetzt auf der Busparkplatz. So, aber ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Warum? Und dann können wir gucken. Ach so, ja. Wegen Entsorgung, was es kostet. Und um es gleich vorwegzunehmen, die Entsorgung war kostenlos. Und selbst das Wasser gab es kostenlos dazu.
Läuft da rein, ist okay. Ist da Frischwasser? Wenn ihr euch fragt, warum wir Frischwasser ablassen, wir haben Cookie Dent im Tank und den mussten wir nochmal spülen. Also, die Entsorgung für Chemietoiletten ist direkt hier am Platz. Außerdem kriegst du hier Frischwasser, das wir allerdings mit der Kanne einfüllen müssen. Weil wir den Anschluss noch nicht haben, den Adapter. Genau, der ist zu klein, der hier gebraucht wird. Und Abwasser haben wir schon gemacht. Wir haben zu Hause ganz viele im Wohnwagen, die Adapter haben wir vergessen. Ich hatte sogar welche mitgenommen, aber die Größe war nicht dabei. Die waren jetzt wirklich sehr klein. Tja. Dann schaue ich mir mal kurz Rewe an. Bibi ist weiter im Wohnmobil, hält den Fuß hoch. Aber sehen wollte ich das noch mal eben schnell. Und vielleicht auch ein paar Bilder machen. Also, bleibt dran. Ist die älteste Stadt in Dänemark und sie wurde im 8. Jahrhundert gegründet. Unglaublich, dass es die älteste Stadt ist, oder? Aber schaut euch mal diese schiefen Wände an. In Deutschland wäre ich mal gespannt, wie das Bauamt genehmigen würde. Bis heute hat Rewe nichts von seinem Charme eingebüßt. Die vielen alten erhaltenen Häuser und die Kopfsteinpflasterstraßen säumen die ganze Stadt. Rund um den Dom von Rewe finden sich ganz viele kleine Cafés, Restaurants, an denen es zum Verweilen einlädt. Oder vielleicht gönnt man sich auch einfach nur ein Eis. Das alles, was über ist. Eins steht fest, wer nach Dänemark kommt, muss Rewe gesehen haben. Diese ganzen kleinen Gassen, die muss man einfach einmal durchlaufen haben. Und ich sage euch, mit einer halben Stunde seid ihr gut dabei. Aber man könnte auch stundenlang hier durchlaufen, weil man findet an jeder Ecke etwas Neues. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ansammlungen von Hinterhofcafés gesehen wie hier in Rewe. Und das Personal ist total freundlich und die Menschen total entspannt. Aber das wundert sich nicht, wenn man mal sieht, wie das hier aussieht, oder? Und auch das alte Zollhausmuseum sollte man unbedingt gesehen haben. Es liegt direkt am Hafen. Übrigens, der Hafen von Rewe ist seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit der wichtigste Hafen an der Nordseeküste von Dänemark gewesen. Heute findet man hier nur noch ein paar Sportboote und Freizeitkapitäne. Den Mittelpunkt bildet immer der Dom, auf dem man von überall hin zuläuft.
Tja, mein Ausflug in Rive ist jetzt beendet. Bibi schläft noch und ich freue mich, dass ich Rive wirklich angesehen habe. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch zu tun. Sie gilt als die älteste Stadt von Dänemark. Nein, sie ist die älteste Stadt von Dänemark aus dem 8. Jahrhundert. Damals wurde auch schon die erste Kirche gebaut, die heute den Dom schmückt, die mitten in Rive steht. Den solltet ihr euch auch unbedingt ansehen, denn dort sind mehrere Bauwerke hintereinander noch dazugekommen. Also wer sich für Kirchen interessiert, ist hier sehr gut aufgehoben. Außerdem ist der Bürgerturm im Dom, auf dem man heute als Gast auch raufgehen darf. Und von dort aus hat man eine ganz tolle Übersicht und einen Überblick auf Rive. Auch das kann ich euch nur ans Herz legen. So, und nun machen wir einen Ausblick auf die nächste Woche. Denn da fahren wir nach Mittelfart. Und ich kann euch jetzt schon verraten, das war noch ein Platz als der, wo wir heute Morgen weggefahren sind. Hammer, sag ich euch. Hier jetzt noch ein paar Bilder. Nachdem ich im Wohnmobil wieder angekommen bin, machten wir uns auf den Weg von Rive nach Mittelfart. Das geht dann über Kolding, sind 79 Kilometer, man kommt über die kleine Beltbrücke und das ist einfach ein wunderschöner Ort, bei der schon die Anfahrt richtig Spaß gemacht hat. Also wir kamen über die kleine Beltbrücke, die sieht ja aus wie die aus San Francisco, nur in klein. Und dann diese schmale Gasse, die runterführte bis ans Wasser. Natürlich lief hier auch nicht wieder alles glatt. Und was diese Skulptur oder dieses Pferd und dieses Bild mit Mittelfahrt zu tun hat, das erfahrt ihr dann nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, Bibi und Rüdi, wir haben einen Traum. Bis dann!